Über den TuS bin ich über unseren Torwarttrainer und über Kevin Großkreutz gekommen. Und es war RTL Sommerspiele, wo ich mit den beiden gesprochen hatte. Und es war ein sehr, sehr intensives, gutes Gespräch. Und habe mir das auch alles angehört und auch angeschaut. Und dann habe ich mich für den TuS entschieden. David ist ein super, super Kerl. Ja. Erstmal ist er sehr sympathisch, hat auch ein Feingefühl, wenn es mal irgendwie bei dem einen oder anderen nicht läuft, der nicht spielt, da kümmert er sich um die Leute. Und ich bin eigentlich sehr, sehr froh, dass ich mit so einem arbeiten kann, weil es einfach auch Spaß macht. Ja. Ist ein lustiger Vogel. Wenn es wirklich bei einem Mann nicht läuft, dann nimmt er ihn sich auch mal zur Seite, trainiert mit ihm, sagt ihm, was er besser machen kann. Also insgesamt ist er ein sehr, sehr feinfühliger Typ, ja, ein Kumpeltyp. Und ich glaube, dass jeder von ihm profitieren kann. Ich vermisse an Profifußball eigentlich gar nichts, weil jetzt kann ich genießen, jetzt kann ich Spaß haben, jetzt kann man mal so sein, wie man sein möchte oder wollte. Und das ist auch das Schöne dran. Bei den Amateuren ist es so, dass die Atmosphäre mit den wenigen Zuschauern, die auch am Spielfeld dran sind, die auch gute Stimmung bringen, aber auch, dass man das ein oder andere Mal eine Pommes oder eine Bratwurst riecht, das ist auch schön. Ja. Du bist ja in der Marketingabteilung des Vereins aktiv. Welche Aufgaben übernimmst du da? Ja, wir versuchen auf jeden Fall im Marketing weiter nach vorne zu kommen. Der TuS, sage ich jetzt mal, hat schon einen Namen, aber wir versuchen, dass wir da außerhalb des Platzes professioneller aufgestellt sind. Und da helfe ich den Verein und da versuche ich auch mein Feedback oder meine Ideen weiterzugeben und dass wir da maximal Erfolg haben. Meine Ziele sind natürlich mit den TuS Prüfinghausen aufzusteigen, dass wir in der Oberliga, sage ich jetzt mal, nächstes Jahr spielen. Aber dass ich, sage ich jetzt mal, verletzungsfrei durch die Saison gehe, dass wir erfolgreich durch die Saison gehen. Und dann wird man sehen, was nächstes Jahr ansteht. Und ich habe ja auch schon mehrmals gesagt, dass ich dieses Jahr nur noch spiele in der Liga und in der Oberliga, dann werde ich nicht mehr spielen.